Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es in diesem Video um die Lost Exercises, um vergessene Übungen, die vor allem ich eine Zeit lang vergessen habe. Auch das ist wieder basierend auf eine persönliche Geschichte. Manchmal haben wir das alle, dass wir ein paar Übungen einfach nicht mehr machen. Die sind irgendwie so ein bisschen aus dem Sinn. Vielleicht hat man sie damals nicht gemocht. Jahre später entdeckt man sie dann aber wieder und merkt plötzlich, wow, sie funktionieren. Das heißt nicht immer, dass man die ganze Zeit zwischendurch falsch lag und dass man der Intuition nicht folgt. Manchmal sind Übungen für einen gewissen Zeitraum und Abschnitt richtig und für andere wiederum dann falsch. Das liegt zum einen daran, dass wir alle älter werden und dass sich der Körper auch verändert. Heißt, wenn ich früher noch gelenkiger war, jünger war, besser regeneriert habe und vor allem leichter war, kann es sein, dass manche Übungen wesentlich besser waren, weil ich eine größere Amplitude hatte, einen besseren Bewegungsradius und so weiter, es einfach besser gespürt habe als jetzt, wo ich wesentlich mehr Muskelmasse habe, wesentlich unbeweglicher bin und meine Regeneration nicht mehr so gut. Das heißt, es kann sein, dass solche Übungen dann nicht immer nicht gemacht wurden, weil man sie einfach vernachlässigt hat, sondern weil man einfach gemerkt hat, jetzt bringen sie nicht so viel. Bei anderen Übungen kann es auch wiederum sein, dass ihr nur ein schlechtes Gefühl darin habt, aber das euch täuscht und eigentlich sind sie unheimlich gut und effektiv. Und natürlich existiert das auch im umgekehrten Fall. Wir kümmern uns jetzt aber um diesen Fall und ich nenne euch Übungen, bei denen das zumindest bei mir so war, die ich eine Zeit lang nicht mehr auf dem Radar hatte und dann wieder entdeckt habe und plötzlich gemerkt habe, wow, das sind die Bringer. Und hier sind meine Top 3, beziehungsweise es sind eigentlich Top 4. Und wir fangen von hinten an, Übung Nummer 4, Langhantelrudern. Nachdem ich am Anfang angefangen habe, natürlich mit dieser unglaublichen Grundübung für den Rücken, habe ich schon sehr schnell dann irgendwann das Gefühl dafür verloren. Ein Problem, das ich vor allem beim Langhantelrudern hatte, ist die richtige Position zum einen zu finden. Denn man kann sich schlecht im 90-Grad-Winkel die ganze Zeit vorbeugen, weil das eine statische Belastung die ganze Zeit wäre auf den Lendenwirbelbereich und den unteren Rücken, die wir gar nicht haben wollen bei der Übung. Denn als Ruderübung soll sie vor allem hauptsächlich auf den mittleren und oberen Teil des Rückens gehen. Und dann die ganze Zeit eine enorme Belastung dazu haben, je nachdem wie viel Gewicht man verwendet, ist zum einen eine große Energieverschwendung. Man muss die Haltung beibehalten. Es ist also auch schwer für den Fokus in dritter Linie. Und dann muss man auch noch zusätzlich eben darauf achten, dass man da nicht dann die Form nachlässt und sich anschließend verletzt. Außerdem, ganz großes Problem, das ich immer bei dieser Übung hatte, ist, ich nehme entweder so wenig Gewicht, dass ich die Wiederholungen sehr ausführlich machen kann, sehr korrekt machen kann und über die gesamte Bewegungsamplitude gehe und wieder zurück, dann aber bis zum Schluss das Gefühl habe, dass ich vom Gewicht her weitergehen könnte. Will ich dann wirklich nur 6, 7, 8 Wiederholungen machen, um genau in den Wiederholungsradius zu kommen, in dem ich eigentlich trainieren möchte und so viel Gewicht dran pappe, habe ich das Gefühl, ich komme nicht mehr so richtig hoch. Habe aber das Gefühl trotzdem, es ist dadurch effizienter. Und irgendwie hatte ich immer den Kopf gekriegt, dass ich nicht genau wusste, ob das jetzt besser ist oder nicht. Deswegen habe ich die Übung sehr lange Zeit weggelassen, vor allem weil es so unglaublich viele Ersatzübungen gibt. Ihr könnt das Ganze am Kabel machen und habt diese ganzen Probleme nicht und könnt das Gewicht stecken. Es gibt unzählige Maschinen mit einem Polster vor der Brust, in dem ihr das Ganze auch noch cool und korrekt machen könnt und in denen ich überall ein wesentlich besseres Rückengefühl hatte. Und genau darum geht es ja, dass ihr den Rücken richtig gut ansteuert. Erst jetzt, in den letzten Jahren, habe ich irgendwann wieder entdeckt, nachdem auch mein Kopfkino da vorbei war, dass man dieser Übung was abgewinnen kann und es auch durchaus nicht verkehrt ist, wenn man nicht im 90-Grad-Winkel zum Boden ist, sondern die Übung so macht, wie es auch ein Dorian Yates gemacht hat, nämlich einfach so, dass man noch gut aufrecht stehen kann, die Belastung aus dem unteren Rücken rausgenommen wird, aber man ordentlich für oben was draufpacken kann. Und habe auch dann entdeckt, dass ich mit einem gewissen Abfälschungsschwung arbeiten kann, ohne meinen Rücken damit kaputt zu machen. Eine Übung, die ich dann irgendwann wiederentdeckt habe und die auch wirklich toll war. Ich habe sie zwangsläufig wiederentdeckt, weil ich mal improvisieren musste im Ausland und es da keine fancy Rudermaschinen gab. Und ganz plötzlich hat es mir gefallen und ich habe einen schönen, guten Muskelkater bekommen. Eine tolle Grundübung, aber nicht jedermanns Sache. Platz 3 der vergessenen Übungen, die ich später wiederentdeckt habe, sind Überzüge. Ganz besonders die an der Maschine, aber auch tatsächlich die mit der Kurzhantel.
Dazu gibt es eine ganz persönliche Geschichte. Das war nämlich eine der ersten Übungen, die ich als kleiner Strauchdieb, als ich gerade mal um die 60 Kilo wog, am liebsten gemacht habe. Damals in meinem ersten Fitnessstudio gab es eine Maschine, in der man auch noch mit den Ellbogen drin war. Und die habe ich deswegen so gerne gehabt, weil ich da relativ früh, trotz dass ich kaum Muskulatur hatte, viel Kraft entwickelt habe und die groß und da eben viel bewegen konnte. Natürlich fand ich das toll, das hat mir geschmeichelt und ich habe die Übung gerne gemacht. Dann aber, als ich mehr Verständnis von der Separation meiner Muskulatur bekommen habe und ein bisschen mehr Einblick ins Bodybuilding, habe ich ganz schnell gemerkt, dass das eine Übung ist, die, wie ich es dann die meiste Zeit bezeichnet habe, nichts Halbes, nichts Ganzes ist. Da ist ein bisschen Brust bei, da ist ein bisschen Rücken bei. Und als ich angefangen habe, einen Splitplan zu trainieren, passte das nicht mehr. Denn man trainiert in einem normalen Bodybuilding-Splitplan eigentlich nicht die Brust und den Rücken zusammen. Und deswegen war diese Übung dann sehr schnell bei mir ausgestorben und ich wollte sie nicht mehr machen. Habe auch gemerkt, dass diese viele Kraft-Energie-Verschwendung ist, wenn man doch immer nicht den Muskel komplett gezielt platt machen kann. Also habe ich mich auf andere Übungen konzentriert und ja, im Nachhinein war das auch gut so. Jetzt habe ich erst seit knapp ein, zwei Jahren diese Maschine wiederentdeckt und zwar für den Rücken ganz gezielt. Für die Brust erst durch, in Liebe an Kevin Gebhardt, habe ich es so ein bisschen wiederentdeckt mit der Kurzhantel, denn die geht etwas mehr auf die Brust, vor allem, weil ihr dann natürlich, wenn ihr die Kurzhantel oben über dem Körper habt und balanciert, weil da die Brust ganz gut mitgetroffen wird. In der Maschine ist die Brust etwas weniger beteiligt, dafür aber mehr der Rücken. Und gerade um den Rücken aufzuwärmen und den Latissimus aufzuwärmen, eine tolle Übung. Und jetzt habe ich auch erst gemerkt, wie stark diese Übung auf den Latissimus gehen kann, wenn man sie richtig macht. Vor allem, wenn man eine tolle Nautilus-Maschine hat und das Ganze auch wieder hier nach dem Vorbild Dorian Yates macht, der das als ja, eine Must-Übung am Rückentag dabei hatte. Wiederentdeckt und ich kriege einen richtig tollen Pump da rein und keine Ahnung, ob sie zwischendurch in meinen Lebensphasen in den vergangenen Jahren auch besser wieder aufgekommen wäre und ich da was rausgeholt hätte oder ob sie einfach ihre Zeit hatte. Jetzt habe ich sie wieder entdeckt und jetzt ist sie definitiv eine tolle Übung, die ich wieder aufgenommen habe in meinen Trainingsplänen. Nummer 2, da sind wir schon angekommen, ist Kurzhantelbankdrücken. Auch das ist eine Übung, die ich eine lange Zeit nicht gemacht habe und ich wette, so geht es ganz vielen von euch da draußen. Man macht Bankdrücken mit einem Partner und wenn man dann viel Kraft entwickelt und langsam wirklich in die Gefilde kommt, mehr als 60, 70, 80 Kilo zu bewegen, beziehungsweise ungefähr sein Körpergewicht auch zu bewegen beim Bankdrücken, dann wird das immer schwieriger mit den Kurzhanteln. Die meisten von euch werden das Problem haben, die Kurzhanteln dann noch, wenn sie schon eine Kraft entwickelt haben, in die richtige Position erstmal zu bekommen, um von dort aus zu drücken und haben bis dahin schon riesig viel Energie verschwendet. Wo man beim normalen Bankdrücken einfach starten kann und loslegen kann und direkt die Brust trifft, ist das hier so, dass man erst einmal diese kunstvolle Technik drauf haben muss, in die Position zu kommen, bis dahin schon seinen Körper belastet hat, sein zentrales Nervensystem belastet hat und erst dann anfängt mit dem Brusttraining. Bisschen Balance, bisschen Technik mit drin und man kann den Fokus nicht mehr so auf die Brust halten. Und viele kriegen gar nicht mehr das Gewicht überhaupt in die Position, weil bis dahin Schultern und Bizeps vor allem beteiligt sind. Und deswegen schaffen sie es nicht, wenn sie nicht Partner dabei haben, überhaupt die Kurzhanteln in die Position zu bekommen. Haben sie es einmal in die Position, könnten sie 6, 7, 8 Wiederholungen machen, aber die erste klappt einfach nicht. Bei mir ist es ganz seltsam. Deswegen habe ich diese Übung nämlich ganz lange weggelassen. Sie hat einfach nichts mehr gebracht und ich hatte so viele Ersatzübungen. Und auch jetzt muss ich noch sagen, brauche ich diese Übung? Ist sie effektiv? Ich glaube nicht mehr als alle anderen Übungen für die Brust auch. Das nicht. Das Einzige, was ich daran wiederentdeckt habe, ist nicht etwa die Effektivität für meine Brustentwicklung, sondern der Spaßfaktor. Irgendwann, vor 5, 6 Jahren, habe ich diese Übung wieder gemacht, als ich mit meinem Freund und Trainingspartner Patrick Hand trainiert habe. Und ganz plötzlich habe ich gemerkt, dass ich etwas getan habe, nämlich, dass ich eine große Kraftentwicklung hatte im unteren Bereich, um diese Hantel erst hochzukriegen. Das tut mir jetzt schon weh. Wenn ich jetzt schon sehe, wie der unten aus dem Bizeps rausdrückt, da tut mir jetzt nicht schon aus dem Bizeps. Aus der Schulter rausdrückt, da tut mir jetzt schon die Brust und die Schulter weh. Aber
Das ist ein Vieh, guckt euch mal die Schulter an hier. Ja, sieht auch meine aus im Kindergarten dagegen. Das wird schon. So, und zur Not kann man sie auch abschmeißen. Alter, Alter, da ist Power. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich konnte das unheimlich gut und habe mich selbst gewundert, genauso wie Patrick sich gewundert hat, dass ich das hinbekomme und die Hantel von so weit unten bewegen kann. Das liegt an einer ganzen Menge Übungen, die ich dazwischen hatte und natürlich an meinem Körpergefühl. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür, was ich vorher nicht konnte. Und erst durch die Entwicklung meines Körpers und durch die Muskulatur und auch wie sie sich entwickelt hat, ganz plötzlich diese Übung ausreizen kann. Und jetzt ist sie für mich, vor allem wenn ich ohne Trainingspartner trainiere, die bessere Variante. Denn die Langhantel bekomme ich nicht wieder hoch. Die Kurzhanteln kann ich einfach wegschmeißen und bis zum Ende gehen. Und ich habe ein echt schönes, sauberes Gefühl da drin. Es macht einfach Spaß, jetzt so weit hochzugehen mit den Kurzhanteln, dass man da einfach irgendwann noch seine 6, 7, 8 Wiederholungen macht. Und ist es für mich tatsächlich die Grundübung geworden, während ich dann, als ich das entdeckt habe, das Bankdrücken Langhantel weggelassen habe. Vor allem, weil diese Übung ohne Partner dann doch etwas weniger Sinn für mich gemacht hat, da ich nun mal bis zur letzten Wiederholung gehen möchte und das notwendig ist und ich das mit der Langhantel nicht mehr machen kann. Deswegen definitiv eine der absoluten Lieblingsübungen jetzt, egal in welcher Variante, und eine wiederentdeckte Übung. Und da sind wir auch schon bei Platz 1 der wiederentdeckten Übungen und das ist die Ausfallschritte mit Kurzhanteln. Eine lange Zeit habe ich überhaupt keine Ausfallschritte gemacht, habe diese Übung erst sehr spät entdeckt, eigentlich erst so in den letzten 6, 7 Jahren und wer weiß, wie lange ich schon trainiere, nämlich seit 23 Jahren, der merkt, okay, das ist erst so das letzte Drittel meines Trainings. Davor habe ich alles andere für die Beine gemacht. Natürlich keine Kniebeugen, das habt ihr schon in anderen Videos gehört. Aber Ausfallschritte auch nicht. Als ich sie dann einmal entdeckt habe, da habe ich am Anfang mit Kurzhanteln versucht, wie man standardmäßig eigentlich macht. Und da habe ich gemerkt, dass mein Nacken mittrainiert wird, dass ich meine Griffkraft irgendwann verliere und dadurch einfach nicht so viel übertragen konnte. Das heißt, eigentlich das Gewicht, das ich brauchte, konnte ich dann über die Dauer nicht halten. Meine Beine haben es mitgemacht, meine Unterarme, mein Nacken und meine Schultern nicht. Deswegen ganz schnell gestrichen, auf Langhantel umgestiegen und das war für mich die Revolution. Ausfallschritte mit der Langhantel, Hammerübung. Die habe ich eine Zeit lang sehr exzessiv gemacht, dann sogar bis zu 100 Kilo hochgegangen und diese mochte ich richtig gern. Erst jetzt, seit relativ kurzem, seit knapp vielleicht 1,5 Jahren, habe ich diese Übung wiederentdeckt. Und zwar mache ich einfach etwas mehr Schritte und mehr Wiederholung, aber auch da meine Körperentwicklung. Ich habe mittlerweile die Griffkraft, nutze zusätzlich die Zughilfen und mein Schultergürtel oben, der schafft es, diese sehr gut zu halten. Nur, dass ich eine noch bessere Balance habe. Weil bei der Langhantel hatte ich schon immer das Problem, man muss recht gut gedehnt sein und das ist meine große Schwäche, sowohl in der Brust als auch in den Schultern. Und man hat es einfach immer noch oben auf der Wirbelsäule. Das ist nicht ganz so bei den Kurzhanteln. Ja, ich benutze jetzt nicht 50 Kilo pro Seite, um diese 100 Kilo zusätzlich zu bekommen. Dafür mache ich mehr Schritte, habe 30 Kilo pro Seite und kann diese neben meinem Körper wesentlich besser ausbalancieren und dadurch meinen Körper etwas aufrechter halten und muss nicht noch mit meinem unteren Rücken das Ganze hochdrücken. Das ist definitiv eine Übung, die mittlerweile kaum noch fehlen darf am Beintag. Egal, ob man sie ergänzt, um einfach noch ganz viele Schritte zu machen, ob man das mal nicht nach Wiederholung macht, sondern nach Zeitrahmen. Es macht einfach einen riesigen Spaß und ich habe ein unglaublich gutes Muskelgefühl. Und gerade hinten, der gesamte Teil meiner Beine und auch mein Hintern brennen richtig ab. Absolutes Muss diese Übung mittlerweile und definitiv die Wiederentdeckung. Und jetzt bin ich zum Schluss gespannt, was sind eure wiederentdeckten Übungen oder seid ihr irgendwo mittendrin, wo ihr sagt, diese Übung mache ich nicht mehr, fand ich früher toll, jetzt nicht mehr, beziehungsweise seid ihr schon in dem Part danach und habt gemerkt, wow, die habe ich früher nie gemacht und jetzt finde ich die richtig toll. Gibt es bei euch auch Lost-Übungen, die ihr jetzt gerne wieder macht und wiederentdeckte Übungen? Und wie ist das bei den Übungen, die ich euch genannt habe, die 4 Übungen? Mögt ihr sie oder mögt ihr sie nicht? Schreibt es mir in die Kommentare und auch die anderen von euch sind sicherlich gespannt, was ihr alle, vor allem mit der Trainingserfahrung der Community hier, dazu sagt. Zu diesen Übungen und zu euren Übungen, welche mögt ihr gar nicht und welche habt ihr wiederentdeckt? Ich bin sehr gespannt darauf und das bereichert das Video genauso wie das, was ich hier gesagt habe. Deswegen schreibt es drunter
Und wenn mir das Video gefallen hat, lasst es mir symbolisch da. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und schaut euch mal die ganzen anderen Videos auf dem Kanal an. Es sind sicherlich noch ein paar bei, die euch interessieren können. Das war's von mir. Bis bald, euer Gotti.